Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier, weil wir gegen die Vorratsdatenspeicherung protestieren wollen. Wir haben bei den verschiedenen Demonstrationen der letzten Wochen und Monaten einen einzigen Slogan immer und immer wieder wiederholt, und der hieß: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Ich finde, das drückt es wirklich, wirklich gut aus. Es geht darum, dass wir nicht wollen, dass die Daten, die wir beim Kommunizieren hinterlassen, gespeichert werden. Und es ist uns dabei auch vollkommen egal, ob die der Staat selber speichert oder ob der Staat die Kommunikationsunternehmen dazu zwingt, sie für sie zu speichern. Wir wollen beides nicht. Das gravierende Problem an dieser Regierung ist, dass sie völlig unfähig ist und es ihr auch vollkommen egal ist, was andere dazu sagen. Das geht sogar so weit, dass die Bundesregierung vor ein paar Jahren schon mal die Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht hatte und ihr dann das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Vorratsdatenspeicherung ist nicht grundsatzkonform, ist verfassungswidrig. Jetzt war eine Weile in der Ruhe und jetzt kommen sie mit dem Scheiß wieder an. Brauchen wir nicht, kann weg. Das Problem an dieser blöden Vorratsdatenspeicherung ist ja, dass sie noch nicht mal irgendetwas bringt. In Frankreich gibt es eine Vorratsdatenspeicherung und sie hat keine Anschläge verhindert. Dieses ganze Gelabere von wegen mehr Sicherheit ist einfach nur dummes Geschwätz. Am meisten beeindruckt hat mich in den letzten Jahren der Ministerpräsident von, ich glaube Schweden war es, Norwegen war es, der gesagt hat, die Anschläge von Breivik, die werden keine neuen Sicherheitsgesetze nach sich ziehen. So sieht Politik für Freiheit aus. Das wünschte ich mir von unserer Regierung. Ich wünsche mir von euch jetzt dann, dass wir gemeinsam dieses Schiff über die Straßen ziehen, um einfach zu zeigen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen können. Das ist für diese Partei wirklich wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir damit ein Zeichen setzen, dass wir bereit sind, für unsere Freiheit auch einzustehen. Und dort können wir dann wieder miteinander sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Dann habe ich den auf den Bundesrat. Aufhören! Versammelt dort im Kreis, stehen sie vor ihrem Feuer, die Nacht wird dunkelrot und